Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten geht es um die Frage, nachdem ihr von eurer Präsentation schon eine Höreranalyse und eine Zielfindung gemacht habt, jetzt wie kommt ihr jetzt zu eurem Inhalt? Und dazu gibt es ein paar Methoden, kommen eigentlich hauptsächlich aus der BWL und die möchte ich jetzt hier ein bisschen näher bringen. Ja, die erste Frage, was man sich mal stellen muss, hier in der Geschichte, was soll meine Präsentation enthalten? Also Ziel nochmal hinschreiben, was sind meine Zuhörer, für welche Gruppentypen? Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist Brainstormen. Wer das noch nicht kennt, schreibt einfach in der Mitte hin den Begriff, den ihr sucht oder was ihr wollt, zum Beispiel erneuerbare Energien. Ich mache das jetzt hier mal. Also zum Beispiel erneuerbare Energien. Hier in der Mitte, was gehört alles dazu? Ja, da gibt es so Kraftwerke. Einfach mal so hinschreiben. Kraftwerke, was gibt es noch? Ja, Rohstoffe gibt es noch. Dann, Fossil. Und so weiter und so fort. Schreibt das ganze Zeug hier alles hin, was euch einfach einfällt. Einfach runterschreiben, schreibt eine komplette Liste. Und dann im zweiten Schritt fangt ihr an, das Zeug zu clustern. So eine Art Mindmap zu machen. Zum Beispiel Kraftwerke. Ja, gut, da gibt es Wasserkraft. Wasserkraft, hier gibt es Solar und so weiter. Hier gibt es, was gibt es noch? PV, also Solarthermie hier gemeint. Und so weiter, Rohstoffe, könnt ihr hinschreiben, Benzin, Öl. So, und jetzt baut ihr euch, seht ihr schon, aus diesen einzelnen Begriffen hingerotze, baut euch jetzt hier eine Struktur auf. Eine sogenannte Mindmap. Und jetzt, nächster Schritt. Jetzt packt ihr euch zuerst mal her und sagt, okay, wie lange darf meine Präsentation überhaupt sein? 10 Minuten, 15 Minuten, 3,5 Stunden. Und dementsprechend priorisiert ihr diese einzelnen Themen, weil ihr sagt, okay, ich möchte meiner Zielgruppe, die jetzt sich für die Rohstoffe interessieren, was für sich vielleicht eine chemisch orientiertere Zielgruppe von der Höreranalyse habt ihr rausbekommen, interessieren sich mehr jetzt für den chemischen Prozess. Also muss ich hier Rohstoffe bevorzugen oder sagen, das sind mehr Techniker, Elektrotechniker, denen geht es hier bei den ganzen Kraftwerken hier, was weiß ich, Generator und hier, wie funktioniert das mit diesen Dünnschichtmodulen, muss mehr den Fokus hier auf diesen Aspekt legen. Das ist das, was er dann im nächsten Schritt macht. Und dann sagt er, okay, jetzt mache ich so und dann schreibt ihr euch eine Gliederung. Ja, das ist der nächste Schritt. Ihr schreibt euch eine Gliederung. Und dann habt ihr hier die einzelnen Punkte, klack, 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 klack. Und dann überlegt ihr euch, okay, für den Punkt Einführung eine Minute, hier 3, hier 4, da brauche ich auch nochmal 3, dann 5 und zum Schluss hier noch eine 2. Und dann zählt ihr alles zusammen, kommt auf irgendwie x Minuten und dann seht ihr schon, passt oder passt es nicht, muss ich noch was hinzufügen, muss ich noch was kürzen, wenn er sagt, ja, ist zu viel, gut, dann streichen wir auch diesen Punkt hier raus, ist eh nicht so wichtig. Und zack, habt ihr hier die richtige Minutenanzahl. Weil das Wichtigste, Leute, ist, eine Präsentation abzuliefern, wenn ihr 10 Minuten Zeit habt, auch 10 Minuten zu verbrauchen, nicht 20, 10 Leute. Wie oft sehe ich es, dass immer überzogen wird, Leute, und ich bin da wirklich so einer, Riegel vor, weil das muss man lernen. Bei mir gibt es da zum Beispiel immer Punktabzug, aber das ist eine andere Geschichte. Gut, Leute, in diesem Sinne, das war hier schon wieder das Video zum Wie komme ich auf den Inhalt, wie gehe ich das systematisch vor, um auf den richtigen Inhalt zu kommen. Hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, hier Daumen hoch, hier oben abonnieren und hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Also, Leute, macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Euer Alexander mit der Elektrotechnik in 5 Minuten.